Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Der heutige Börsenwochenrückblick steht ganz im Zeichen der Inflation. Wie haben sich die Preise in der Schweiz im internationalen Vergleich entwickelt und wer profitiert am meisten? Das diskutieren wir mit dem Florian Keller. Ja, wie haben sich die Preise für Waren und Dienstleistungen in der Schweiz entwickelt? Die Teuerung in der Schweiz hat weiter zugelegt. Im August ist die Jahresinflation auf 0,9% angestiegen. Vor allem die importierten Güter sind viel teurer geworden. Im Sommer 2020, also von einem guten Jahr, sind wir noch bei einer Minusteuerung bzw. Deflation von knapp 1,5%. Wie stehen wir denn in Sachen Inflation im internationalen Vergleich da? Unsere Inflation ist bedeutend tiefer als in anderen Ländern. In Deutschland beispielsweise liegt sie momentan bei knapp 4%. Das ist der höchste Stand seit 1993. In den USA ist der Wert sogar bei 5,4%. Der hat sich aber auf hohem Niveau stabilisiert. Haben Sie das Gefühl, das ist ein vorübergehendes Phänomen oder werden Zentralbanken Zinsen erhöhen? Wir glauben, dass das ein vorübergehendes Thema ist und die Zinsen weiterhin tief bleiben. Gewisse Basiseffekte haben für den Inflationsanstieg gesorgt. Und die sollten in nächster Zeit wieder vorübergehen. Wenn es in nächster Zeit auch keinen grossen Lohndruck gibt, sind wir der Meinung, dass die Inflation wieder Richtung Inflationsziel von 2% zurückgeht, wo die amerikanische Notenbank Fed festgelegt hat. Wer profitiert denn eigentlich von einer Inflation? Es profitieren vor allem die, die viele Schulden haben, wie beispielsweise die Staaten. Ist die Inflation höher als der Nominalzins, was momentan der Fall ist, dann gibt es negative Realzins und das führt auch dazu, dass die Schulden automatisch kleiner werden. Das heisst, die Inflation ist per se nichts Schlechtes? Ja, das ist richtig. Die Unternehmungen haben die Möglichkeiten, um Investitionen zu tätigen, weil sie zum Beispiel Preise auf ihren Produkten können erhöhen können. Sie können auch höhere Löhne an ihre Mitarbeitenden zahlen. Darum ist eine moderate Inflation grundsätzlich etwas Gutes für ein gutes Wirtschaftswachstum. Herr Keller, besten Dank. Warten wir ab, wie sich es entwickelt. Wenig Entwicklung gibt es in Sachen Wetter. Es bleibt nämlich ziemlich schön. Die genauen Aussichten fürs Wochenende gibt es da gerade als nächstes. Danke fürs Interesse. Guten Start ins Weekend. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.